Morgen. Heute haben wir gute Bedingungen angesagt. Also morgens flach. Und nachher wird es sicherlich bei der Wärme momentan thermischer Südwind kommen. Aber wir wollen die flachen Bedingungen nutzen und gucken, ob wir heute DEEPJIGGING betreiben können. Da sich das ja einer von euch gewünscht hat, werde ich dann da auch mal ein bisschen was in Chico-Technik erklären. So kann ich das besser unterbringen, dann setze ich die Headcam auf, wenn das klappt. Wird auch mal was gefangen. Das ist bei DEEPJIGGING durchaus. Das schon mal vor. Erster Drift für DEEPJIGGING. 120 Meter, ihr seht da schon Fisch markiert. Ich bin auch schon unten. Jetzt mit einem 200 Gramm in Chico. Ralf mit einem 200 Gramm Madai. Die richtig guten Stellen kommen aber erst noch. Die Bremse scheint mir viel zu lose. Ralf hat schon den ersten oder was. Entscheidend ist hier, da unten ist kein Licht mehr, deshalb lassen wir die Jigs einfach mal auf den Boden kloppen. Ein schöner. Erste Pinnacle des Tages. Sehr lecker. Jawohl. Lasset die Scheiße beginnen. Schöner Dicker. Wunderschönes Tier. So Leute, das ist hier wichtig. Schön. Ein bisschen Tintenfisch auf den Jig. Das machen wir auch für die nicht so tiefe Angelei auf jeden Fall immer, weil es sich einfach lohnt. Das dauert, bis man auf 140 Meter ist. Fisch! So lange gedauert hat. Scheiße. War aber auch kleiner. Ich sag doch, da ist eine gute Stelle. Das Boot kann er nicht bemerkt haben, dafür ist er noch zu weit weg.
Ich habe ein Mini. Ja, der ist zu klein. Wenn sie zu klein sind, boah, ist der schön. Ab damit ins Wasser. Man muss am Anfang wachsam sein. Direkt intakt. Ich glaube, oh, ich weiß es nicht. Oh ja. Hier schreien die Franzosen aus dem Funkgerät. Halt's Maul! Fisch! Mein Ralf beißt es nicht. Meiner ist aber gut. Meiner fühlt sich gut an. Macht viel Druck. Ralf ist on! Sehr schön. Dublette! Oh, ich hab ein Bello. Schöner. Schönes Tierchen. Immer so flott hier. Wir können merken, dass da was runterfällt. Vielleicht sehen die das gegen das Licht oder. Was ist los? Oh. Meiner ist komplett merkwürdig gehakt. Das ist ein ganz guter.
schöner. Das ist ein guter. Ja, nochmal der Vollständigkeit halber, hier ein paar von unseren Jigs. Das sind die Jigos, die wir benutzen, für Deepjigging in 200 Gramm. Ich habe jetzt allerdings nur noch diesen hier, das ist das von Hart, 3006. Und diese Madai Jigs, die es auch in verschiedenen Gewichten gibt, die werden im zweiten Part eine Rolle spielen. Hier wird es jetzt gleich ein Massaker geben. Wir haben diese ganzen schönen Pinnegals, diesen Dorsch hier gefangen. Gestern lief sehr gut beim Deepjigging. 23 von denen hier, Pinnegals. Ja, den Konga. Wir haben noch einen riesen Konga gefangen. Den haben wir allerdings wieder versenkt. Die werde ich jetzt filetieren. Wir brutscheln jetzt Dorsch und Pinnegal Filets, sehr fein für die Küche, zumindest Pinnegal. Den Dorsch haben wir ja noch gar nicht probiert. Dazu natürlich, wie es beim Grillen sein muss, eiskaltes Bier.